Und damit herzlich willkommen zurück zum Bausimulator. Ja, mit mir Süßheit-Cat. Miau, miau. Wir machen einen Auftrag. Wir könnten in der Kampagne weitermachen, aber ich will erst noch ein bisschen Kohle verdienen. Verkehrsstraße, Parkplatz. Ja, das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, so, Kleinauftrag Gartenanlage. Nehmen wir an. Gesteinsbrocken, Pflanzengrube, okay. Wir brauchen einen Bagger. Ja, ich habe leider nur den hier. Aber der wird schon tun. Wo ist denn unser Auftrag? Ich sehe ihn gerade gar nicht. Ist der hier unten? Ja. Kommt mir doch bekannt vor, die Gegend. Kommt mir sehr bekannt vor. Okay. Also wir machen erstmal Blinke an. Und dann fahren wir los. Raupensteuerung. Kriege ich dieses Ding noch angehängt, oder? Es funktioniert! So. Pflanzengrube ausheben. Ach du Scheiße. Wie soll ich denn mit diesem riesen Bagger da die Grube aus... Okay. Spaß beiseite. Wir werden da jetzt einfach mal graben. Das wird schon funktionieren. Und weg damit. Wir fahren ein Stückchen weg. Und dann machen wir das gleiche hier drüben nochmal. Gut. Abschnitt beendet. Wir brauchen Pflanzen. Ich brauche erstmal meinen Fuhrpark. Pritschenwagen mit Kran. Genau den. Den wollte ich aber eigentlich auslagern. Und dann einsteigen. Der muss dann nämlich einmal ganz kurz zu einem Baustoffhändler. Genau, das wollte ich nämlich eigentlich selber machen, ausnahmsweise. Außerdem brauche ich ja noch ein paar Schnellreisen für den Erfolg. So, da wären wir. Brumm, 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 brumm. Brumm, 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 brumm. So, da laden wir die Waren. Dann schauen wir doch mal. Wir brauchen Jungbäume. Wo finden wir denn Jungbäume? Hier. Ist es richtig? Wird diesmal gar nicht angezeigt? Gut. Haben wir 3 Stück? Ja, sind sogar schon vertaut. Ja, wird schon passen. So.
Dann wieder darunter. Ich komme aus dem Eck da nicht raus. So, ich fahr mal kurz den Bagger da weg. So, läuft. Dann machen wir die Bordwände auf. Und zack. Und steigen ein. Fahren noch ein kleines Stückchen zur Seite. Ja, ja, Hinweis, Hinweis. Ist okay, ist okay, ist okay. Ja, ja, ich wollte eigentlich in die Funktionsmodi wechseln. Genau. Warum sind meine Stützfüße blockiert? Darf ich da nicht reinfahren in den? Oder dürfen die Bordwände nicht offen sein? Dann mach mal die Bordwände nochmal zu. Oder ist das ein Bug? Bin mir gerade nicht ganz sicher. So, wir fahren halt dann nochmal ein Stückle weg von hier. Vielleicht ist auch irgendwie... Okay, blurry, blurry. So, aber jetzt müsste doch eigentlich funktionieren. Genau, jetzt funktioniert es nämlich auch. Und ausfahren. Dann schauen wir doch mal. Den Baum kriegt man da ja wohl reingesetzt. Daran soll es ja wohl nicht scheitern. Ach so, ich sehe gerade, wir hätten die gar nicht kaufen müssen. Cheat! Na, egal. Ich hoffe, das spielt jetzt keine Rolle. Da drüben liegen nur welche. Verdammt. Augen auf, Suicide Cat. Augen auf. Egal, wir probieren es jetzt einfach mal. Wird schon klappen. Scheiße. Sollen wir die Baustelle räumen? Kann ich diese Bäume auch von Hand wegräumen? Natürlich. Kaboom! Okay. Scheiße. Was für ein Fail. Na gut. Moment, kann ich das nicht irgendwie in Sachen Jobs ein bisschen... Achso, ich dachte, ich kann es vielleicht überspringen. Naja, okay. Gut, dann kranen wir die halt einfach von der Baustelle weg. Das hat
habe ich echt nicht gesehen. Dum 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 dum. So, der nächste. Dum 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 dum. So. Und jetzt noch einen. Scheiße, echt. Sag bloß, ich komm nicht hin. Mal, vielleicht können wir die Last ja auch ein bisschen aufrichten. Na, ging doch irgendwie. Jetzt müsste ich ja eigentlich hinkommen, oder? Na? So. Zurücksetzen. Und raus damit. Wir lassen es einfach liegen. Dum, 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 dum. Und wie sieht's aus? Super Sache. Super Sache. Und die Bäume sind jetzt weg. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, die liegen da jetzt ewig und drei Tage rum. Wir schauen mal noch nach Aufträgen. Kleintransport, Verkehrssiedlung. Ach komm. Wir schauen mal in die Kampagne. Parkanlage. Ja, letzter Job ist okay, ist okay, ist okay. Gab's da nicht? Na, wir warten mal, bis irgendwas Gescheites kommt. Hier. Transportcontainer. Den will ich haben. So, den wollte ich nämlich schon die ganze Zeit machen. Den habe ich nämlich das letzte Mal gesehen. Da brauche ich jetzt aber erstmal geeignetes Gerät. Wo ist denn meine... Hier. Da brauchen wir Fuhrpark, den Auflieger und vielleicht noch die Zugmaschine. Sonst funktioniert das doch nicht. Erste Spritztour. 50 Kilometer haben wir schon. Wow. Na? Angekoppelt. Hat da hinten eigentlich auch so Blinklichter? Super. Wir fahren jetzt einfach mal dahin. So, Euro Truck Simulator 2 Style. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir jetzt schon wieder ein Bußgeld bekommen. Wir sind ja schon lange nicht mehr irgendwo hingefahren. Ich habe jetzt keinen Bock, ehrlich gesagt, einen Strafzettel zu bekommen. Aber wenn die Ampel jetzt dann nicht langsam mal grün wird... Na, komm. Wie sieht's aus? Jetzt hat. So. So macht das Laune. Einmal runter zum Hafen, bitte. Ach komm,
Scheiß drauf. Scheiß auf die Mini-Strafe da für Verkehrsvergehen, wenn überhaupt eine kommt. Grün! Eine super Sache! Brumm, brumm, Auto fahren! Ich fahre aber schon richtig, oder? Ja. Tütüt! Ich geb Gas, ich geb Gas und hab ne Menge Spaß. Eigentlich muss ich ja nur die Straße runterfahren. Eigentlich gar nicht so schwer. So. Ui. Leicht abgehoben. Hey, Suicide Cat, du bist so abgehoben. Ja. Kann man nichts machen. So. Wir schauen mal, wir sollen hier irgendwo einen Container verladen. Autsch, tut mir sehr sorry. Gewischt. Ah, die spawnt schon. Kann ja nicht so schlimm sein dann. Irgendwo da vorne. Da hätte ich da schon mal einen Container. Sieht gut aus. Jetzt muss ich diesen Container nur noch irgendwie da drauf kriegen. Ich glaube, das können wir machen, indem wir den Fuhrpark auswählen. Sag mir bitte, dass ich da jetzt hin teleportieren kann. Na, dann tue ich halt dahin reisen zum Stahlhandel und fahre halt dann vom Stahlhandel los. Dann fahren wir halt vom Stahlhandel los. Kriegen wir hin. Jetzt bin ich nur gespannt, ob wir den Container da noch verladen kriegen. Hobbel, 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 hobbel. So. Hier müsste es doch eigentlich hinhauen, oder? Knapp. Boah, ist das eng. Eng ist nicht immer gut, sage ich euch. So. So. Nach oben damit. Und dann müssen wir da rüber. Na? Super. Dann zurücksetzen. Wir lagern den Kran mal kurz wieder ein. So, einlagern. Den können wir übrigens auch einlagern und den können wir auch einlagern. Und dann tun wir da einsteigen. Dann geht's jetzt hier weiter. Bonk. Ja, ja. Ah, kleiner Lackschaden. Kann vorkommen. Drift, drift. Kavum, kavum. Wow. Da habe ich nicht gesehen, dass der abbiegen wollte.
Das habe ich nicht gesehen. Wir geben jetzt einfach mal wieder Vollgas, oder was meinst du, Harpe? Bodenwelle! Wow, da verzieht er mir gleich. Hier oben auch nochmal. Wir geben Vollgas, Vollgas, Vollgas. Da müssen wir dann über die Ampel. Also. Jawohl, um die Kurve. Und dann darum. Hoppala. Habe ich da etwa die Ampel mitgenommen? Eigentlich nicht. Was? Ich frag gar nicht. Es ist besser, wenn ich es nicht weiß. Es gibt einfach Dinge, die sind besser, wenn man sie nicht weiß. So. Einfach mal um die Kurve. Ach du Scheiße. Ich meine, ich bin jetzt gerade bei grün rübergefahren, aber what the hell? So. Dahinter. Und das hätte man nicht mit dem Schiff machen können? Kaboom! Tut mir leid. Tut mir echt leid. Ich fahr gerade wie ein Verkehrsrowdy. Ich weiß auch nicht. Irgendwie finde ich es gerade lustig. Warten, wahrscheinlich darf ich jetzt die ganze Strecke mit dem Kran gleich auch noch fahren. Da fahren wir dann aber anständig. Nehme ich mir mal vor. Oder kann ich da in dem Bereich hier einfach stehen bleiben? Ah, ist schon okay. Ja, stimmt, da sind ja Kräne. Super Sache. Aussteigen. Dann befehlen wir mal einem Mitarbeiter, die Maschine einzulagern. Die braucht nämlich ein bisschen Reparatur und der Anhänger auch. Und wir wollen da ja auch weg. Unsere Monstrosität Sport. Schauen wir mal, was wir dann beim nächsten Mal machen. Also klar, könnten wir das jetzt nochmal machen. Einfamilienhaus im Dorf. Ja, nehmen wir an. Machen wir dann aber beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet doch mein Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.